Liebe Zuschauer, die statistisch eher schweren Börsenmonate August und September stehen jetzt bevor und viele Themen sind, so scheint es momentan noch in den September, eben nach der Bundestagswahl verschoben. Was heißt das für die weitere Entwicklung beim DAX und welche Signale liefern der Dow Jones und das Gold? Vor allem aber, wie kann man daraus dann positiven Wind fürs Depot generieren? Das schauen wir uns jetzt in Bonus Discount und Co., dem Euwax Forum der Experten an. Und meine Gäste im Studio sind zum einen Wieland Staudt von Staudt Research, der Charttechniker. Grüß Gott, und genau, grüß Gott. Und dann Heiko Geiger, Zertifikate-Experte von Vontobel. Ihnen auch grüß Gott, sage ich heute dann einfach mal. Hallo, Professor. Ja, wir wollen einmal natürlich schauen auf den DAX. Also August, September, die statistisch schwierigen Börsenmonate. Muss man sich darauf einstellen, dass jetzt nicht viel passiert mehr vor den Bundestagswahlen, Herr Geiger? Das ist die große Frage. Ich meine, wir haben auch schon gedacht, dass Juli als klassischer Ferienmonat eher ein bisschen zurückgehende Umsätze kommen, aber können wir eigentlich nicht bestätigen. Also der Juli war gerade auch in unserem Haus ein sehr guter Monat gewesen. Wir haben stabile Umsätze gehabt und auch ein bisschen die Volatilität an den Märkten hat ja gerade auch den eher kurzfristig orientierten Marktteilnehmern doch die eine oder andere Chance gebracht und die haben das auch entsprechend genutzt und wir dann die hohen Handelsumsätze generiert. Wichtig ist natürlich, dass man seine Chancen nutzt. Und Herr Staudt, wie sieht es denn aus beim DAX, wenn wir uns mal den längerfristigen oder einen längerfristigen Chart anschauen? Sind denn Signale gegeben, dass man halt eben auf jeden Fall jetzt darauf setzen kann, dass es nach unten abrauscht? Also auf jeden Fall auf irgendetwas setzen kann man an der Börse. Grundsätzlich immer die Frage ist, ob das richtig ist. Also man muss da immer Einschränkungen eingehen und muss auch einfach darüber sprechen, dass es um Wahrscheinlichkeiten geht, nicht um Gewissheiten. Und vielleicht gerade zu den erwähnten Statistiken. Ja, also mit September und August war im Durchschnitt nicht so viel Start zu machen. Aber man muss auch sagen, das sind Durchschnittsbetrachtungen. Also die Spannweite der Ergebnisse des August von 1976 bis heute liegt bei +17 bis -17%. Ja. Auch wenn es dann unterm Strich zu einem leicht negativen Gesamtergebnis für diesen Zeitraum für den August kommt. Aber das sind also immer Sachen, die mit äußerster Vorsicht zu genießen sind. Sehr viel wichtiger scheint mir das Chartbild zu sein. Und wenn man sich jetzt momentan das anschaut im DAX, ich kann einfach nur mal sagen für die Zuschauer, das, was mir, habe ich hier die richtige? Nee, das will ich ja. Was wir hier oben sehen, ist eigentlich, ist im Regelfall ein Hinweis darauf, dass der Markt eher im Konsolidierungsmodus ist oder im Korrekturmodus als im ich steige jetzt einfach mal weiter Modus. Man muss einfach anerkennen, das, was wir momentan sehen, spätestens seit Dienstag, ist ein Hinweis darauf, dass die Märkte möglicherweise in diesem Jahr dieser Statistik gerecht werden und eher sich etwas, verhaltener präsentieren werden. Wie verhalten nach unten kann es denn gehen? Was würden Sie hier als untere Marke einzeichnen? Also der DAX findet mit Sicherheit schon ganz gute Unterstützung. So einfach mal, was wir hier schon mal zeigen können, im Bereich von 8.000. Ich glaube, wir können die andere Linie, machen wir es mal grün nehmen. Oder er findet sie eben hier, und da bitte jetzt keiner erschrecken, so im Bereich von 7.500 Punkten. Ich will um Gottes Willen jetzt nicht sagen, dass der Markt auch tatsächlich auf dieses Niveau zurückfallen wird. Das ist eher schon so eine Art Worst Case. Aber wie gesagt, wenn die technische Verfassung eines Marktes mal so ist wie die vom DAX momentan, weiß man, dass das Chance-Risiko-Verhältnis schlecht geworden ist. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, also die nächste Zeit vielleicht ein bisschen langsam machen. Das Chance-Risiko-Verhältnis, das ist das Stichwort für Herrn Geiger. Wenn ich jetzt diese Signale aufnehme vom DAX, wie kann ich das dann umsetzen? Also schlage ich mich dann eher kurzfristig auf die Short-Seite oder versuche ich es dann doch mit der Long-Seite vielleicht? Na, wenn wir eine Konsolidierung haben, können wir sowohl Long- als auch Short-Signale nutzen. Wie der Name Konsolidierung ja schon sagt, es geht eher volatil seitwärts weiter. Die Unterstützungslinien, die wir hier sehen, sind verglichen, sag ich mal, zum heutigen DAX-Stand auch, glaube ich, jetzt mal nicht allzu dramatisch für die Marktteilnehmer. Aber ein eher konservativer Anleger kann beispielsweise hier ein Discount-Zertifikat kaufen mit einem Basispreis in der Regel bei 7.900 oder 7.950. Da bewegen wir uns dann quasi in der Gegend der ersten Unterstützung bei 8.000. Da komme ich immerhin noch auf eine Rendite aufs Jahr bezogen von knapp 7% beim Discounter, mit einer Laufzeit bis Mitte nächsten Jahres. Also hier ein Anlagezertifikat, was ich eben kaufe und hier dann eben den Gewinn über den Preisabschlag, wie der Name schon sagt, über den Discount. Für den konservativeren Anleger dann auch geeignet, oder?
Naja, bei einer PA-Verzinsung von knapp 7% ist jetzt nicht so konservativ. Da geht man dann wahrscheinlich eher zu noch tieferen Basispreisen, wo ich dann eine Verzinsung vielleicht von 4 oder 5% bekomme und dann natürlich auch einen größeren Discount abschöpfen kann. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich durchaus auch auf der Long-Seite sich engagieren, kurzfristig dann mit Hebelprodukten. Gerade auch fundamental gibt es ja auch Stimmen, die momentan die Kursrückgänge eher dahingehend interpretieren, dass eben das Tapering droht, also das Zurückfahren der Finanzspritzen in den USA. Und das ist ja eigentlich, wenn man es betrachtet, ein positives Zeichen für die Märkte, weil es eine Bestätigung dafür ist, dass gerade die US-amerikanische Konjunktur sich erholt, auch Stabilität zeigt. Und wir alle haben ja gerade die letzten Wochen gesehen, wie eng der DAX an den US-Indikationen hängt. Und da hätten wir dann unbegrenzte Laufzeit eben bei einem Mini-Long, wenn man da einsteigen möchte oder kann. Das heißt also, da habe ich jetzt von der Laufzeit auch keine Begrenzung dann. Da haben wir keine Laufzeitbegrenzung und insofern kann man die Position, sofern sie in die richtige Richtung läuft, dann natürlich auch entsprechend offen laufen lassen. Und Sie haben das Stichwort schon gegeben, Amerika. Und da wollen wir natürlich auch noch hinschauen, was der Dow Jones nämlich macht. Zeigt der vielleicht dann doch ein etwas anderes Bild, Herr Staudt? Ja, auch da wieder die Vorbemerkung. Ich wäre ein verdammt schlechter Analyst, wenn ich nicht, bevor ich was zum DAX sage, auch schon mal auf die USA schaut, weil wir alle wissen, da wird die Suppe gekocht, die wir im Zweifel hier auslöffeln. Es kommt sogar noch ein Punkt dazu und das wird immer so ein bisschen vergessen. Der Dow und der S&P, die haben sich auch in den letzten 3-4 Monaten wieder sehr viel besser als der DAX entwickelt. Ja, das heißt also, wer währungsgesichert in den Märkten engagiert war, der hat unterm Strich einfach sich in seinem Depot was Besseres getan als im DAX. Also wir sind immer so Deutschland oder Europa zentriert. Da drüben geht schon auch was ab. Was man jetzt aktuell hier sehen kann, ist zum einen, mal schauen, dass ich die richtige Linie erwische, das ist die schön gerade, genau. Dass der Dow Jones ein neues Hoch gemacht hat. Das ist an sich gar nichts Schlechtes und im Regelfall auch eine wunderbare Bestätigung des grundsätzlichen Aufwärtstrends. Das möchte ich auch so sehen. Aber das ist jetzt mittelfristig gesagt, also für die nächsten Monate. Aber wenn man sich auch diese Formation wieder anschaut, jetzt nehme ich mal wieder andere Farbe, was die Candlesticks hier produziert haben und das, was ich leider hier nicht zeigen kann, aber in meinen Unterlagen eben beobachte. Diese Bewegung ist auch wieder das, was ich vorhin schon zum DAX gesagt habe, ein Hinweis darauf, dass Chance-Risiko schlecht geworden ist und man eher wieder jetzt für die nächsten Wochen, vielleicht 1, 2, 3 Monate, mit per Saldo fallenden Kursen zu rechnen hat. Aber bei beiden, vielleicht nochmal zu erwähnen, Kursziel beim DAX sind Sie auf 9.000 noch und auch Kursziel beim Dow Jones, 16.200 Punkte. Ja, wir haben strategische Kursziele, ganz klar. DAX bleiben. 9.000, habe ich Anfang des Jahres gesagt, bleibt. Da waren wir ja schon bis von 400 Punkte dran. Auch für den Dow Jones 16.200 Punkte bleibt. Chance-Risikoprofil, Herr Geiger, auch beim Dow Jones. Würden Sie ähnlich agieren wie beim DAX? Also der technische Analyst kommt ja zu einer ähnlichen Konklusion für den Dow wie beim DAX auch. Also wenn wir eher konsolidierte Seitwärtsmärkte haben, bietet sich natürlich für den konservativen Anleger wiederum ein Discount-Zertifikat an. Entsprechend dem Risikoprofil wählt er natürlich den Basispreis aus, entweder in der Nähe von den 15.500 oder eben tiefer, wenn er konservativer ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich natürlich die Kursziele betrachtet und will ein bisschen Volatilität rausnehmen aus seinem Investment, könnte man natürlich auch auf einen klassischen Optionsschein setzen. Die sind im Moment aufgrund der tiefen Volatilität, die wir nach wie vor in den US-Märkten haben, preiswert. Und wenn man hier auch eine entsprechend lange Laufzeit nimmt, um eben nicht in die Gefahr des Zeitwertsverlusts reinzulaufen, kann man hier natürlich bei einem Basispreis auch von 15.000 Punkten ansetzen. Da haben wir natürlich schon ein Stück weit auch innerer Wert generiert und das Ganze dann mit einem Hebel von 8 abbilden. Gerade auch mit Laufzeit von Juni nächsten Jahres haben wir ein moderates Risiko, haben schon ein bisschen inneren Wert generiert. Und wichtig für den Anleger hier halt ist, dass zum Laufzeitende halt der Dow eben schon deutlich über dem Basispreis notieren muss, dass dieser Optionsschein auch entsprechend inneren Wert generiert. Das vernachlässigen Anleger, die lassen sich oftmals gerne auch von einem relativ tiefen Optionsscheinpreis und einem hohen Hebel verleiten und vergessen dann ganz einfach, dass er natürlich zum Laufzeitende auch entsprechend inneren Wert generieren muss, damit das Investment entsprechend erfolgreich wird. Verleiten lassen haben sich auch viele Anleger beim Gold und sind jetzt enttäuscht, wie der Goldpreis sich entwickelt hat. Aber wenn man mal sagen muss, auf längere Frist gesehen, ist er ja jetzt noch nicht ganz so schlimm unter Druck, denn er hat ja eine doch
Hosse hingelegt, kann man sagen. Aber, Herr Staudt, wie schaut's aus? Werden wir noch weiter runtergehen beim Gold? Ja, ich habe auch jetzt wieder eine Vorbemerkung, Frau Kösser. Sie haben jetzt gerade dieses langfristig so betont. Keynes hat dazu gemeint, in the long run we are all dead. Also diese langfristigen Betrachtungen, die haben möglicherweise ihren Charme, gerade dann, wenn man mittelfristig und kurzfristig ein bisschen orientierungslos ist. Aber ich glaube, das muss man in Sachen Gold nicht sein. Also die Zuschauer kennen mich seit anderthalb Jahren als ausgewiesenen Goldbären und ich kann momentan auch nichts viel anderes sagen. Ja. Langfristig betrachtet ist Gold auf jeden Fall im Abwärtstrend. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich dieser Abwärtstrend umkehren wird, liegt in meinen Augen irgendwo an nicht mehr erinnerbaren Werten. Das Einzige, was man momentan sagen kann, ist, da nehmen wir jetzt Grünfarbe der Hoffnung, diese Formation, die wir jetzt hier schon gesehen haben, dieser erste Erholungsansatz ist ein Hinweis darauf, dass sie nicht einfach von heute auf morgen vorbeigehen wird. Wir werden also jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht gleich wieder richtig gen Süden rauschen und dann auch unter 1000 Dollar fahren, was ich mir grundsätzlich als Kursziel fürs Gold vorstellen kann, sondern es spricht eher dafür, dass dieser Bereich ja noch ein bisschen ausgedehnt werden, wir einfach, ich sag mal, einen volatilen Seitwärtsmarkt sehen werden. Aber ich wäre ein verdammt schlechter Analyst, wenn ich sagen würde, dass aus dem Gold in der Situation jetzt irgendwie was Großes nach oben werden könnte. Also es besteht aber kurzfristig Hoffnung, dass wir vielleicht dann noch etwas Positives sehen im Gold. Das kann man vielleicht dann auch eben nutzen, Herr Geiger. Wie schaut das aus, wenn wir es fundamental betrachten beim Gold? Die Mittelabflüsse bei den ETFs sind ja weiter da und physische Nachfrage ist aber weiter auch gegeben. Also von daher, wie sehen Sie das Bild beim Gold? Genau, also man sieht eine Verlagerung aus den Finanzassets heraus in den physischen Markt. Und gerade die Asiaten, die eine sehr starke Käuferschicht im physischen Goldmarkt sind, kaufen eben bei diesen Preisniveaus wieder verstärkt Gold, was natürlich auch die Preise stützt. Und das sieht man, glaube ich, hier im Chart eigentlich auch sehr gut. Was würden Sie jetzt hier vor diesem Chartbild her sagen, also technisch gesehen dann doch eher längerfristig nach unten weiter, aber kurzfristig darauf spekulieren, dass es vielleicht nach oben geht? Nur kurzfristig sieht man ja die Amplituden der Kerzen. Die sind natürlich nicht allzu groß. Dementsprechend, wenn ich hier solche Schwankungen nutzen möchte im kurzfristigen Bereich, greifen viele Anleger halt auch zu entsprechend großem Hebel und setzen enge Stops, um eben dann auch bei diesen Tagesschwankungen, die wir zum Teil sehen, einmal große Partizipationsmöglichkeit über den hohen Hebel zu haben, aber gleichzeitig durch das Setzen enger Stops dann auch relativ schnell wieder draußen sind, wenn der Markt gegen sie läuft. Mhm. Aber all along, haben wir auch den Techniker gehört, eher Bewegung nach unten. Da kann man natürlich mit einem Put setzen oder mit einem Mini-Future Short hier in den Markt reingehen. Aber Sie schalten auch den Turbo ein beim... Wir schalten auch den Turbo ein, wenn es nach unten geht. Basispreis hier mal ausgewählt 1450 US-Dollar, da haben wir einen Hebel von 8 nach unten. Und dadurch, dass wir ja mittel- bis langfristig auf fallende Kurse setzen, bietet sich eben auch ein Open-End-Produkt an, dass ich eben nicht das Problem der Laufzeitbegrenzung habe und kann mich so eigentlich dann auch, wie gesagt, mit einem 8er-Hebel im Markt positionieren. Ja, also das sind auf jeden Fall Tipps fürs Chance-Risiko-Potenzial, sage ich schon, fürs Profil, muss man ja sagen. Vielen Dank, meine Herren, dass Sie hier waren. Zum einen zur Charttechnik. Das war auf jeden Fall ein Bild, was sich ein Anleger dann machen kann, selbst über den Markt und natürlich auch für die passenden Produkte. Liebe Zuschauer, ich sage danke, dass Sie dabei waren bei Bonus, Discount und Co., dem Euwax-Forum der Experten. Ich hoffe, Sie sind in der nächsten Woche auch wieder mit am Start und bis dahin sage ich dann erstmal Tschüss.